Moin moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension, zu meinem ersten Festa-Horrorbuch. Ich habe nämlich überlegt, ob der Festa-Verlag vielleicht auch etwas für mich ist, denn ich lese ja sehr, sehr gerne Horror, aber eher in diesen atmosphärischen, gruseligen Bereich. Und ich wollte einfach mal gucken, ob der Festa auch so etwas parat hat. Festa ist ja eher bekannt für den Extremhorror, für den sehr, sehr blutigen Splatter-Horror und auch viele erotische Anteile mit enthalten sind. Deswegen war ich mir nicht ganz so sicher, ob das etwas für mich ist. Ich habe dennoch einfach mal den Festa Verlag angeschrieben und die liebe Inge hat mir auch tatsächlich zurückgeschrieben. Und ich habe ihr einfach mal erzählt, was ich gerne mag. Ich mag gerne diese Hausgeschichten, also wo es um ein Gebäude geht, was irgendwie verflucht ist, dass mir diese gruselige Atmosphäre sehr, sehr wichtig ist, dass es mich nicht stört, wenn es mal blutig oder brutal wird, aber das sollte nicht im Fokus stehen. Da habe ich einfach mal gefragt und sie hat mir dem Autor Graham Masterton empfohlen, weil bei dem geht es wohl viel um Haunted House-Geschichten, also so verfluchte Häuser und dass er eben auch der Großmeister der Angst genannt wird und sie meinte, das könnte sehr, sehr gut passen. Und da habe ich mir einfach mal angeguckt, was er so geschrieben hat und ich habe mich für Irre Seelen entschieden. Und ja, das hat sie mir als Rezensionsexemplar zugeschickt und ich sage vielen lieben Dank für die nette Mail und für dieses Rezensionsexemplar. Dieses Buch ist als Thriller betitelt. Ich finde, das passt aber gar nicht. Ich finde, das ist tatsächlich ein richtig klassischer Horrorroman. Ist eben im Festa Verlag erschienen, kostet 13,95 Euro und hat 440 Seiten in etwa. Ja, und es ist so eine typische Festa-Bindung wohl oder so ein typisches Festa-Material. Ist nicht richtig rau, nicht richtig glatt, so ein bisschen Schlangenoptik ist es fast so. Ja, finde ich ganz cool, dass sie sich so ein Markenzeichen irgendwie genommen haben und es sieht natürlich auch schon sehr, sehr blutig und irre aus irgendwie. Es dreht sich nämlich auch um eine Irrenanstalt, um ein sehr, sehr altes, ehrwürdiges Gebäude, das schon sehr, sehr lange, ja, unbewohnt und ja, scheinbar unbewohnt in den Wäldern liegt und ja, unentdeckt bleibt, bis unser Protagonist Jack Reed auf dieses Gebäude stößt, denn er ist ja, auf dem Weg nach Hause und er sieht auf einmal ein Mädchen vor sein Auto springen und er versucht auszuweichen und fährt dann ja, gegen einen Baum und er sucht dieses Mädchen und denkt auch immer aus dem Augenwinkel irgendwas zu sehen. Und er gerät halt dadurch mitten in ein Waldstück und es ist ganz, ganz useliges, ungemütliches, graues Wetter. Und dann findet er tatsächlich dieses alte Gebäude und durch einen alten Wintergarten bekommt er sogar ja, Eingang zu diesem Haus und geht dort durch und hat auf einmal die Vision, daraus ein, ja, ein Hotel zu machen, ein Anwesen zu machen, so ein Clubhaus zu machen, weil da auch ein großes Anwesen mit dran ist, mit Tennisplätzen und einem alten Pool. Und er hat sofort diese Vision vor Augen und möchte sich diesen Traum erfüllen. Aber seine Frau ist überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Bei ihnen kriselt sowieso in der Ehe sehr. Sie haben einen Sohn, den sie beide lieben, aber irgendwie sind beide nicht zufrieden in ihrem Leben. Er ist irgendwie so ein bisschen gelangweilt und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Midlife-Crisis ja, kündigen sich an, dass er nicht möchte, dass das alles gewesen ist in seinem Leben. Und da kommt natürlich dieser Traum mit diesem Haus irgendwie gerade richtig, aber seine Frau denkt irgendwie eher, dass er davon besessen ist, von dieser Idee, er redet von nichts anderem und sie findet das einfach nur ja, gruselig und allen, denen er dieses Gebäude zeigt, schütteln auch nur mit dem Kopf, weil das Gebäude einfach total heruntergekommen ist und sehr, sehr unheimlich und einfach ja, kaputt und man müsste da unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, um da überhaupt irgendwas Nettes draus zu machen und gleichzeitig immer, wenn sie da sind, hören sie seltsame Geräusche und ja, das Seltsame an diesem Gebäude ist halt auch, dass es noch so bewohnt aussieht. Also es sieht so aus, als hätten die Bewohner sofort
ja alles stehen und liegen gelassen und irgendwie sind rausgerannt, weil vieles liegt da, also es sieht nicht danach aus, als wäre es irgendwie geräumt worden oder wäre lange geplant gewesen, dass es ja, dass es irgendwie geräumt werden muss oder abgerissen oder was auch immer. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten sich die Menschen von jetzt auf gleich in Luft aufgelöst. Und das macht das Ganze auch noch ein bisschen gruseliger. Jack weiß zunächst nicht, dass es eine Irrenanstalt ist. Das erfährt er erst später, was ihm natürlich auch ein mulmiges Gefühl mit sich bringt. Irgendwann ja, trennt sich seine Frau von ihm. Sie braucht eine Pause und der Sohn möchte erstmal beim Vater bleiben und der wird dann auch irgendwann in dieses Haus mitgenommen und er verschwindet auf einmal. Ja, und seltsamerweise, ja, hören Sie, wie gesagt, Geräusche und irgendwas scheint da noch lebendig zu sein oder irgendwer in diesen Häusern. Ja, also eine richtig schöne klassische Haunted House Geschichte, wie ich finde. Und es ging auch sofort los. Also diese Anfangsszene, die ich euch erzählt habe, war so schön unheimlich und das hat mir so unglaublich gut gefallen, wie ja erst auf der Straße. Auch man konnte sich das richtig gut vorstellen mit dem Unwetter und mit dem Kind, das man immer im Augenwinkel sieht und ja, dann halt sofort in diesem Haus schon ist. Und ja, ich dachte halt, was soll da jetzt noch kommen, wenn er jetzt schon da ist? Und hatte mir halt so vorgestellt, dass er dann dieses Anwesen kauft und dass sie dann mit der Familie da einziehen und er immer mehr von der Geschichte des Hauses kennenlernt und irgendwann verschiedene versteckte Räume findet. Ist ein bisschen anders verlaufen, als ich es mir dachte. Zum einen war ich ein bisschen enttäuscht, zum anderen fand ich die Idee, die jetzt daraus gemacht wurde, auch sehr kreativ und cool. Und zwar wurden hier, es ist jetzt hier keine, wie man sich das so denkt, so eine typische Geister- oder Spukhausgeschichte, wo es um irgendwie Geister geht, die noch in diesem Haus vorhanden sind, sondern es wurden hier ja, alte Druidenmagie und alte Druidensagen und Religionen mit eingewoben. Was genau das jetzt ist, möchte ich natürlich nicht verraten. Ich würde auch nicht vorschlagen, den Klappentext zu lesen, weil ich finde, da wird einiges verraten, was erst spät in dem Buch relativ auftaucht und was es schön ist, erst nach und nach irgendwie zu erfahren. Dass es irgendwie eine Irrenanstalt ist, finde ich schon cool. Also das ist, hat mich halt auch sehr, sehr angesprochen, weil ich gerade so alte Sanatorien finde ich, haben einfach eh etwas Unheimliches an sich. Alleine die Methoden, die damals angewandt wurden, sind alleine schon unheimlich, ohne dass es irgendwas Übernatürliches an sich hat. Ja, und ich habe einfach gehofft, dass man da so ein bisschen mehr ja, Hintergrundgeschichte bekommt, vielleicht auch ein paar Rückblicke. Das war mir ein Ticken zu wenig, aber wie gesagt, dieses durch diese Druidenmagie, die hier mit eingewebt wurde, hat es auf jeden Fall was Neues, was Kreatives und hat sich so ein bisschen abgehoben von den anderen klassischen Spukhausgeschichten. Allerdings fand ich es ein bisschen schade, dass nachher so ein bisschen der Fokus auf dem Haus verloren gegangen ist. Also nachher wurde eher so in, also war es nachher auch ziemlich actionreich und das, was in dem Inneren gelauert hat, das bricht irgendwann aus und dann befällt es halt die Umgebung. Und dadurch befinden wir uns halt auch viel in der Umgebung und in, ja, eben nicht in dieser gruseligen Atmosphäre. Und dann war es dann nachher doch eher blutig und actionreich, anstatt so ein bisschen diese gruselige Atmosphäre zu haben. Das war eher am Anfang der Fall und zwischendurch mal, aber hauptsächlich so die ersten Kapitel. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich da viel mehr haben wollte und gerade am Anfang auch genau das bekommen habe, was ich haben wollte und das nachher so ein bisschen nachgelassen hat. Ja, und dann zu den Charakteren. Da muss ich sagen, die waren nicht sehr tief ausgearbeitet, was man jetzt vielleicht bei Horrorromanen auch nicht unbedingt braucht. Aber ich brauche irgendwie schon irgendjemand, mit dem ich mitfiebern kann, besonders eben bei so etwas Gruseligen. Und Jack war mir zu Anfang sehr unsympathisch und das hat immer so gewechselt. Und ich fand halt, das hat auch nicht so richtig gepasst. Also seine Charakterausarbeitung war für mich nicht ganz stimmig irgendwie. Zum Schluss hat sich das ein bisschen gebessert, dass ich mich besser mit ihm arrangieren konnte. Aber so richtig hat es nicht funktioniert. Und was der Autor auch nicht so gut hingekriegt hat, waren die
Verbindungen zu anderen Charakteren, also die, ich gucke mal eben, was mir hier raufgeschrieben, ja genau, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die waren einfach nicht gut nachgestellt und nicht nachvollziehbar. Also es gab dann halt noch eine andere Frau in seinem Leben und diese Beziehung zu den beiden habe ich nicht verstanden, weil, wen er jetzt nun geliebt hat und auch mit seiner Frau, das konnte ich nicht richtig nachfühlen, was da jetzt genau war. Also ob er sie jetzt nun liebt oder nicht und auch, also nicht so, dass es irgendwie ein Zwiespalt wäre, das war auch nicht der Fall. Also sonst hätte man ja gesagt, okay, da ist einfach ein Zwiespalt, weil er es selber nicht weiß. Aber ja, ich habe da einfach keinen Zugang leider zu ihm gefunden und ich finde, das hätte es noch ein bisschen intensiver gemacht, wenn man irgendjemanden, wenn man die Charaktere auch noch sympathisch gefunden hat. Was ich gut fand, was ja in vielen Horrorfilmen oder ja in Horrorfilmen und in Horrorbüchern leider der Fall ist, dass irgendwie immer ein erotischer Touch mit reingebracht werden muss oder ein perverser Touch oder so. Das hatte dieses Buch Gott sei Dank sehr, sehr wenig. Also es gab eine Szene, die auch völlig unnötig und lächerlich war, muss ich sagen. Also die hätte ich nicht gebraucht. Aber es war eben nur eine ganz kurze Szene und über die kann ich tatsächlich hinweggucken. Und was ich auch echt cool finde auf dem, auf der Vesta Verlags Website, da steht tatsächlich mit mehreren Punkten, wie brutal es ist und wie viel Sexinhalt tatsächlich damit drin ist. Und ja, das finde ich gut, dass man das sehen kann. Und hier war halt wirklich, glaube ich, nur ein Punkt. Von daher finde ich das echt in Ordnung, wie das ist. Also deswegen eigentlich finde ich dieses Buch von der Atmosphäre am Anfang sehr, sehr gruselig, von der Idee sehr originell und insgesamt war das ein gutes Buch und ich kann mir vorstellen, dass ich noch mehr von Graham Masterton lesen werde. Aber ich war halt eben doch etwas enttäuscht, dass es nicht zu sehr in diese Haunted House-Geschichte ging, dass die Recherche nicht tief genug war für mich und dass ich gerne noch mehr von dem Haus gehabt hätte. Zusätzlich kamen dann hinzu, dass ja einige Logiklücken drin waren, dass zuerst bei einer bestimmten Recherche für ein bestimmtes Ritual, was denen helfen sollte, etwas erklärt wurde, was unbedingt eingehalten werden muss, was für Regeln es gibt in diesem Ritual. Und diese Regeln wurden nachher in der Auflösung völlig über den Haufen geworfen und völlig missachtet und gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und das kam irgendwie gefühlt öfter vor, diese Logiklücken. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, aber es war super spannend. Ich habe das ziemlich schnell weglesen können und ich habe Lust, mehr von Graham Masterton und auch mehr vom Vesta Verlag zu lesen. Und finde dann vielleicht doch noch das perfektere ja, Haunted House Buch von ihm. Also er hat ja, wie gesagt, mehrere, aber gerade eben das mit dem Sanatorium, das hatte mich schon irgendwie angesprochen, aber ja, hat halt nicht ganz das getroffen, was ich erwartet habe. Aber so ist es nun mal mit Erwartungen und mit ja, dann das, was dabei rumkommt. Am besten ist, wenn man hat nicht zu viele Erwartungen, dann können die auch nicht enttäuscht werden. Ja, das war's von meiner Rezension zu meinem ersten Festerbuch Irre Seelen von Graham Masterton. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Graham Masterton auch schon kennt, irgendwas von ihm gelesen habt, vielleicht auch genau das, wie es euch gefallen hat, ob ihr meine Punkte nachvollziehen konntet und wie ihr allgemein zu Fester steht, ob ihr gerne extremen Horror liest oder ob ihr das auch gerne habt, wenn es so ein bisschen atmosphärischer Grusel ist oder ob ihr gerade die Mischung mögt. Ja, schreibt mir gerne eure Meinungen, eure Erfahrungen in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drauf, wenn wir uns da ein bisschen austauschen können. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video, wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.